Hallöchen, YouTube, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Labymode Tutorial, sag ich mal. Das ist ein kleiner Anhang ans erste. Und ja, heute zeige ich euch mal die Extras, die man noch so nutzen kann. So kleine Details, die einfach cool sind bei Labymode. Und zwar, das erste ist, man kann Minecraft-Spielern Spitznamen geben. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Freund hat, der irgendwie, keine Ahnung, Duden123 heißt, kann man dem hier Spielernamen Duden123, und wenn er jetzt zum Beispiel im Real Life Johannes heißt, dann gebe ich hier Spitzname Johannes ein, und dann, wenn ihr jetzt nicht so viele hättet, würdet ihr den auf jeden Fall hier oben stehen haben. Bei mir ist er jetzt hier irgendwo Duden123, da, Duden123. Das wäre dann der Name, der Spieler, und der wird unter Johannes dann angezeigt in-game. So wie ich mir selber XCotti den Nickname Cotti verpasst habe. Aber bei mir ist es halt so, mein Name ist rot. Wie habe ich den so rot gemacht? Ich sehe halt aus wie so ein Admin, sage ich mal, von Gomme. Und es geht ganz einfach. Und zwar bei Labymode kann man dem Namen eine Farbe verleihen, wenn man davor ein Und und eine Zahl eingibt. Von 1 bis 9 ist alles möglich, und 4 ist halt in dem Fall blutrot. Finde ich eigentlich so ganz nice, so fällt der Name immer auf. Ja, dann hat Labymode natürlich die Chat-Funktion. Ich glaube, dazu muss ich nichts erklären. Und dann kommen wir mal unter die Settings. Und was man da halt noch alles einstellen kann. Und zwar unter Extras kann man mittlerweile Ping on Tap anzeigen lassen, USW, einen Klicktest machen. Slackt halt dann immer ein bisschen bei mir. Und das Neueste ist wirklich, dass die Hand, die man dann in diesem Modus sieht, ist er normalerweise rechts. Und dann ist sie auf einmal die linke Hand, und dann würdet ihr mit links spielen. Ist für mich echt sau ungewohnt so. Ich kann damit gar nicht spielen. Ist wirklich, da kriege ich immer Kopfschmerzen. Naja, auf jeden Fall kann man das jetzt hier alles umstellen. Auf gomadi.net ist alles so geblieben, wie es war. Auf Menu eigentlich auch. Da gibt es jetzt aber noch Minigames und eine Stopwatch. Die könnte ich jetzt hier anmachen. Dann hätten wir hier oben noch Minispiele. Könnte ich Snake oder Super Mario spielen. Dann müsste ich hier so irgendwas machen. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Und eine Stoppuhr könnte ich hier setzen für Aufnahmen zum Beispiel oder so. Ja. Mache ich jetzt erstmal wieder aus. So. TeamSpeak ist auch so geblieben, alles wie es war. Jetzt kommen wir zu was ganz coolem eigentlich, und zwar Minecraft-Chat. Das habe ich letztes Mal nicht vorgestellt, weil ich gar nicht so richtig wusste, wie das alles ging. Und ja, jetzt stelle ich euch das mal vor. Also wenn ihr das alles hier in Labymode anhabt, Chatfilter on, Autotext on und Extra-Chat on, dann habt ihr hier zwei Chats, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gerade so gut sehen könnt. Ich mache mal einen einfarbigen Untergrund. Ich glaube, bei Bed Wars wäre es ganz gut. So. Und zwar haben wir hier zwei Chats. Auf der linken Seite sind bei mir die ganzen Freundesanzeigen, wenn einer ongekommen ist und off. Ob ich einen Bed Wars Bann habe, Party-Invites und normale Chat-Nachrichten von Spielern. Auf der rechten Seite sind bei mir Bed Wars Anzeigen aus Runden, also alles, was da passiert, Bed zerstört, Team zerstört, jemanden gekillt, er ist einfach nur so gestorben oder was weiß ich. Und die Messages, die mir Freunde schicken. So, wenn der Extra-Chat on ist, kommen hier nur die Messages, die Freunde schicken. Aber ich habe jetzt den Filter mit reingehauen, wo drin steht vernichtet, zerstört und getötet. Das heißt, immer wenn vernichtet im Chat stehen würde, also ein Team wurde vernichtet, dann steht das in diesem Extra-Chat. Hier, Team Rot wurde vernichtet, steht in diesem Extra-Chat. Genauso wie bei zerstört und getötet, das wird auch in diesem Extra-Chat angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel LOL hier reinschreiben würde und das adden würde, dann wäre das jetzt auch gleich auf der rechten Seite, wie ihr seht. So, nehme ich aber erstmal wieder raus. Wenn ich jetzt LOL schreiben würde, wäre es wieder, achso, LO und dann wieder so. Also wäre es auf der linken Seite.
Das war der Chatfilter, also das heißt, dann wird alles hier angezeigt. Symbole kann man auf Gummi eh nicht nutzen, weil es ungültige Zeichen enthält. Keine Ahnung, warum die dann da sind. Und jetzt kommen wir zu was richtig geilem, und zwar Autotexts. Da habe ich zum Beispiel slash stats one day, slash stats all, slash stats und slash ping und einen Autotext nach unten mit GG. So, wie edde ich jetzt so einen Autotext? Das ist ganz einfach. Ihr macht hier oben, gebt ihr den Text ein, zum Beispiel Hallo, drückt auf Add, drückt jetzt zum Beispiel wie ich G, und wenn ich jetzt G drücke, dann wird Hallo geschrieben. So, das war es eigentlich auch schon damit. Das heißt, ich habe ja auf P zum Beispiel slash ping, wie ihr sehen könnt. Dann drücke ich einmal P und mein Ping wird angezeigt. Ich weiß, er ist nicht geil. Das war es auch schon mit den Chat-Settings. Ich glaube, viel mehr ist auch nicht dazugekommen, außer die ganzen Mods. Aber die solltet ihr auch irgendwann kennenlernen. Die Anzeigen hier oben sind auch nicht weit anders geworden. Und ja, ich gehe jetzt mit dem Cybersurfer eine Party. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö mit Ö.